Ja, da stehen sie nun, der Duras und der Jax, und schauen in die Ferne. Sind bereit für die Abrechnung mit Elex. Hey ho, liebe Leute, willkommen zu Episode 24 von Elex. Und ja, ihr habt es schon verstanden. Heute geht es ein bisschen darum, ein kleines Resümee zu ziehen über dieses Spiel, was ich jetzt erstmal pausieren werde nach dieser Episode. Ihr könnt natürlich jetzt auch schon wieder abschalten, weil, ja, es passiert wahrscheinlich jetzt nicht viel. Ihr könnt aber auch dranbleiben und einfach mal zuhören, was ich zu dem Spiel zu sagen habe. Ich hatte es auf minenarbeit.de ja schon angekündigt, dass ich erstmal nur 24 Episoden machen werde, um dann mal zu sehen, wie ich so drin bin im Spiel und ob ich dann noch weitermachen werde. Eigentlich war das so nicht geplant, ganz ehrlich. Ich habe mich unglaublich auf Elex gefreut, als ich erfahren hatte, dass die Piranhas so ein Spiel machen, und auch das Motto und das, was sie so vorhatten, das klang für mich so toll. Und ich habe gedacht, Mensch, das wird endlich mal wieder so ein richtig tolles Rollenspiel und das bringst du auch mal auf den Kanal und dann zockst du das aber auch bis zum Ende. Da wäre ich dann also jetzt wirklich abgewichen von meiner normalen Staffelregel, dass ich solche Staffeln eben auf eine begrenzte Folgenanzahl bringe. Daraus wird nun leider nichts, da ich mit dem Spiel... Also ich will mal jetzt einfach kein Blatt vorm Mund nehmen. Um es ganz kurz zu sagen, Kurzversion ist aus meiner Sicht natürlich alles selbstverständlich. Ganz persönlich meine Einschätzung. Aber aus meiner Sicht ist Elex wirklich das mit Abstand schlechteste Spiel in meiner Steam-Bibliothek. Boom! So, jetzt ist es raus. Mir fällt auf Anhieb wirklich nur eine positive Sache ein, die ich zu diesem Spiel zu sagen habe, und zwar die Welt. Die Welt ist wunderbar gekraftet, wunderbar designt, wunderschön gemacht. Es ist ganz toll. Ich habe noch nicht mal alles gesehen, klar. Aber das, was ich gesehen habe, und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, warum das schlechter werden sollte. Also da haben sie schon ganze Arbeit geleistet. Das können sie wirklich, die Leute bei Piranha Bytes, die sich hier verantwortlich zeigen für dieses Spiel. Genau. So, haben wir den auch erledigt. Ja, ich habe dann schnell gemerkt, nachdem ich ein paar Stunden mit dem Spiel verbracht hatte, dass das irgendwie nicht richtig funktionieren würde. Meine Enttäuschung ist wirklich sehr groß. Meine Erwartungen sind wirklich überhaupt nicht erfüllt worden, nicht im geringsten. Das Spiel packt mich eigentlich überhaupt nicht. Und ja, das ist genau das, was ich nicht haben wollte. Ich wollte wirklich mal wieder ein schönes Rollenspiel haben, was einen so richtig mitnimmt, wo man so richtig sich zu Hause fühlt. Aber jetzt ist so, selbst wenn ich mal ein paar Tage nicht gespielt habe und ich habe Bock mal wieder das anzuschmeißen, das ist wirklich zwei, dreimal vorgekommen. Und ich mache das dann, ja, dann, ach je, der wieder, okay. Dann verliere ich schon direkt nach 2 Minuten wieder die Lust, weil ich es alles so furchtbar finde. ja, ich kann keinem empfehlen, das Spiel jetzt zu sich anzuschaffen und zu zocken. Warum? Es besteht da echt kein Grund. Es gibt da bessere Spiele, für die man ja den Vollpreis auch bezahlen muss hier. Das muss man sich auch nochmal vorstellen. Das Spiel kostet tatsächlich, was weiß ich, 50, 60 Euro. Ist eigentlich eine Unverschämtheit, wenn man sich mal vor Augen hält, was für dieses Geld normalerweise auch schon heute zu bekommen ist. Also will ja nicht anzweifeln, dass sie ihr Geld auch redlich verdienen, und wenn man es kauft, ist das nun mal auch die eigene Schuld. Das ist ganz klar. Ich war ja bereit, das Geld dafür über den Tisch zu geben, über den Ladentisch, und habe es auch getan und ist jetzt auch okay, aber wer jetzt so erwägt, sich das Spiel anzuschaffen, der kann davon nur abraten. Zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. In irgendeiner Aktion vielleicht mal wieder runtergesetzt, 95% oder so, dann würde ich da zuschlagen an eurer Stelle, damit ihr euch auch ein eigenes Bild machen könnt. Ansonsten halte ich das Spiel schlecht aus diesem Punkt der Bezahlbarkeit für völlig überteuert, für das, was man hier bietet. Das ganze Spiel wirkt auf mich, und hier betone ich nochmal, dass das wirklich nur meine subjektive Ansicht ist, aber das ganze Spiel wirkt nun mal auf mich wie bestellt und nicht abgeholt, wie gewollt und nicht gekonnt.
ganz klar. Also Griff ins Klo, um es mal so zu sagen. Wenn wir jetzt mal wirklich die schönen Gegend hier so außer Acht lassen, dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Ja, über das Kampfsystem brauchen wir gar nicht sprechen. Das ist ein Witz. Ganz ehrlich, das ist ein Witz. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Es ist auch nicht schwer, Leute. Ja, ich lese immer wieder und höre immer wieder, ja, das musst du so und so machen, das ist vielleicht ein bisschen zu schwer und sonst wie. Und nee, ich halte das Kampfsystem in Elex nicht für schwer, sondern ich halte es für schlecht. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja, es ist schlecht. Es ist höchstens schwer, weil man die ganze Zeit auf irgendeinen Mist achten muss und irgendwas komische Sachen machen muss und sich die ganze Zeit nur, ja, man kann sich überhaupt nicht auf den Kampf selber irgendwie konzentrieren oder da sich mal was einfallen lassen. Man ist die ganze Zeit nur mit diesen Knöpfen zugange und guckt, dass das irgendwie funktioniert. Jetzt inzwischen, ja, okay, habe ich ein bisschen hochgelevelt. Es ist aber jetzt auf 35 Stunden Spielzeit oder so, wo ich jetzt mal halbwegs gegen so einen Kritter klarkomme. Klar, es gibt da, man braucht da viel Zeit, man muss das eben herausfinden, wie das für einen am besten ist, wie man so levelt, welche Aufgaben man so oder welche Fähigkeiten man erlernt. Aber letztendlich, das passt alles überhaupt nicht. Das ist so viele Gedanken sollte man sich als Spieler niemals machen müssen. Das ist dann schlicht gesagt einfach keine Unterhaltung. Deswegen mache ich das eigentlich auch. Ich möchte mich auch unterhalten lassen von so einem Spiel. Ich möchte hier wirklich eintauchen können und mir nicht dauernd über die Steuerung Gedanken machen und darüber, dass ich irgendwie irgendwas erledige. Das doch mal bitte eben. Ich habe hier zu tun. Mal gucken, ob das wenigstens klappt. Ich wette nicht. Ja, roll dich mal ab, genau. Ja, auch hier Fokus ein, aus. Es ist völlig wurscht. Macht keinen Unterschied. Also man ärgert sich so viel über Dinge, die einfach nicht gut funktionieren. Für ein fertiges Spiel auch. Es ist ja jetzt hier kein Early Access Spiel oder sonst was. Man ärgert sich so häufig über so komische, halbfertige Dinge irgendwie und Sachen, die einfach schlecht sind und schlecht balanciert, da brauchen wir gar nicht lange drum herum reden. Ist ja toll, wenn andere Leute da vielleicht gut mit klarkommen und ihre Lebenszeit damit verschwenden wollen. Klar, ist deren Recht und muss man auch akzeptieren. Aber ich mache jetzt hier einen Schlussstrich drunter. Erstmal, natürlich, ich sage jetzt erstmal, kann ja noch was passieren. Von wegen, die Community greift mal wieder ein und rettet die Spiele von Piranha Bytes und nach dem Motto, das letzte gute Spiel war ja wirklich Gothic 2, wenn ich das jetzt mal so behaupten darf. Was sie rausgebracht haben, was auch funktioniert hat. Ich glaube, mit dem Add-on gab es, glaube ich, schon ein paar Probleme. Aber ich hatte diese Probleme nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Gothic 3, ich war dabei damals, als es rauskam. Ich weiß noch ganz genau, was für ein Schrott das war. Ganz schlimm. Und die Community hat es letztendlich gerichtet. Heute ist Gothic 3 zum Beispiel ein sehr schönes Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es mir auch letztens erstmal nochmal gekauft und habe das auch nochmal ein bisschen angespielt. Sogar eine ganze Weile. Und das war auch wirklich schön. Es hatte auch nochmal schöne Erinnerungen. Damals war ich noch so dumm, mich mit so einem wirklich nicht funktionierenden Spiel lange auseinanderzusetzen und mich darum zu ärgern. Aber dennoch ist es viel hängen geblieben. Ja, Risen ist auch schön gewesen. Okay, das muss ich auch zugeben. Risen 1 kenne ich ganz gut und das hat mir immer ganz gut gefallen. Andere beiden Teile kenne ich nicht, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass sie so einen Kultcharakter entwickelt haben. Muss ja vielleicht auch nicht. Ja, aber dieser Kultcharakter hier, den wird Elex auch niemals bekommen. Da auf dieses Wort, das gönnt er mich auch ein paar Jahre gerne festnageln. Ich bin dann auch immer gerne nochmal bereit, später dann meine Fehler zuzugeben. Klar, wenn ich mich da irren sollte. Aber ich traue Elex keinesfalls zu, irgendwie einen Kultstatus zu erreichen oder nochmal irgendwie so ein legendäres Spiel zu werden. Ganz toll, wo man dann so sich zurückerinnert, was wie toll das ist. Nee, da traue ich echt nicht zu. Im Gegenteil vielleicht, dass man darüber spricht, wie schlecht es doch war. Keine Ahnung, ich glaube auch nicht, dass da viel noch gemacht werden kann. Aber bin ich mal gespannt. Jedenfalls graut es mir schon vor dem Tag, wo Piranha Bytes die Pressemeldung rausbringt, Elex 2 machen zu wollen.
Also dann werde ich definitiv nicht mehr mich dafür interessieren und dann auch definitiv erst einmal ganz ruhig abwarten, bis das Spiel draußen ist. So, das sind so meine Zukunftsgedanken. Ich glaube nicht, dass das so kommt. Ja, die Verkaufszahlen, wie ich hörte, sind wohl ganz gut. Gönnst den ja auch, ist ja auch richtig so. Und ja, allerdings, das Spiel ist trotzdem ganz großer Käse, finde ich. Misslungen in, ja, zu vielen Bereichen, nicht in allen. Also ich gebe schon durchaus zu, dass ich den einen oder anderen schönen Moment hier auch hatte, wo ich dachte, auch das ist aber jetzt richtig nett. Und dann hatte ich auch nochmal ein bisschen Lust weiterzuspielen. Und ja, aber es stimmt ja so vieles nicht. Also ich finde auch zum Beispiel die Dialoge und die Quests. Ach du meine Güte, ich habe selten sowas Langweiliges, Langatmiges, völlig banal getextetes und Unlustiges in so einem Rollenspiel erlebt. Da ist aber wirklich überhaupt kaum Witz drin und alles ist irgendwie gleich und irgendwie banal. Ich weiß es nicht, wie ich das besser erklären soll. Spricht mich einfach überhaupt nicht an. Da unten ist eine Elex-Quelle. Das ist aber schön. Ah, diese Teleporter, oder was? Oh. Sieht so aus wie... Nee, ist doch eine Elex-Quelle. Okay. Ja, und die Sachen hier, das gefällt mir ganz gut. Da ist viel Wildnis, aber ist doch alles. Und dafür brauche ich kein... Nicht so, so ein Spiel, mit dem ich mich die meiste Zeit eigentlich rumärgern muss. Was steht dahinter? Ich spiele das Spiel auch auf normal. Ich bin hier hauptsächlich mit Neuladen beschäftigt und sonst wie. Gehe ja keinem Kampf aus dem Weg inzwischen. Es ist einfach eine komische Art zu spielen. Es ist eine komische Art zu leveln. Das funktioniert auch alles nicht so richtig. Macht alles nicht wirklich Spaß. Man hat nicht richtig prächtig. Antrieb. Ja, das sagst du so prächtig. Ne? Man hat nicht wirklich Motivation und irgendwie weiß nicht wirklich, was man tun soll. Hinter der ganzen Story steht irgendwie so eine Rachegeschichte, die man sich auch nicht so wirklich erklären kann. Es gibt viel zu viele Logikfehler, Ungereimtheiten und sowas turnt mich voll ab. Also ich kann ja schon mal wirklich den einen oder anderen Rechtschreibfehler verzeihen. Oder dass man eine Quest einfach nur daraus besteht, dass man mal irgendwo ein paar Rüben vom Feld holen soll. Warum nicht? Aber wenn es in einem Rollenspiel so unoriginell zugeht, sag ich mal, es wirkt alles ja hausbacken. Ja, ich sage mal, es ist hausbacken unoriginell aus meiner Sicht. Und da komme ich jetzt auch drauf zu sprechen, was immer auch argumentiert wird. Ach, ist das so ein kleines Studio aus Deutschland und kein Geld und was? Kann ich nicht akzeptieren. Ich habe viele Spiele, die noch von kleineren Teams mit weit weniger Budget gemacht worden sind und die echt viel faszinierender sind. Und ganz ehrlich, wenn ich es nicht schaffe, mit meinem Team ein Spiel vernünftig zu machen, ja, dann mache ich es eben kleiner oder mache ein anderes Spiel. Ich passe das eben darauf an, was ich so tun kann. Das ist sehr cool da oben, ne? Ansonsten, ja, überfordere ich einfach meine Firma oder mein Team und bin dem nicht gewachsen, was ich da vorhabe. Ich finde ja gut, was Elex eigentlich hier auf die Beine stellen will. Die Story so grundsätzlich, dieses Setting, dieses Mischmasch zwischen Zukunft und Mittelalter, finde ich grundsätzlich ja sehr schön. Finde ich sehr cool. Deswegen war ich ja auch so interessiert an dem Spiel. Aber, weil ich dachte, es ist mal was anderes. Aber es ist einfach, hat nicht geklappt, finde ich. Es hapert einfach an zu vielen Dingen, die nicht funktionieren. Ja, wunderbar. Also ich schließe auch nicht aus, dass ich Elex vielleicht nochmal anschmeiße. Klar, wenn sich da irgendwas tut, eines Tages, ja, doch wieder die Community wieder was richtet oder es kommen nochmal Patches und alle schreiben dann, hey, das ist cool, das klappt jetzt. Okay, dann werde ich vielleicht nochmal reinschauen, aber ich werde nicht mehr vorlaufen und der Erste sein und am Veröffentlichungstag schon 3 Folgen raushauen, weil ich so heiß bin auf das Spiel. So blöd werde ich jetzt nicht mehr sein. Ich habe das Vertrauen jetzt in dieses Studio auch verloren. Das muss nicht sein, dass ich jetzt immer wegen der alten Zeiten, ja, weil Gothic 2, weil ich da so ein Fan von bin oder war, das muss nicht sein, dass ich da jetzt alles immer hype und meinen ganzen Verstand ausschalte.
Sonst habe ich mich natürlich relativ viel ausgekotzt, aber das ist nur mal, möchte mal darauf hinweisen, meine persönliche Meinung. Ich möchte auch das niemandem jetzt vorwegnehmen, wenn ihr jetzt also trotz meiner Warnung meint, euch das Spiel auch wirklich trotzdem zuzulegen oder zulegen zu wollen, ja, dann bitte macht das auch, aber okay. Wenn ihr Piranha Bytes Fans seid, dann okay. Ansonsten, ja, gibt es hier keine große Veranlassung. Oha, oha. Keine große Veranlassung, sich noch länger mit dem Spiel zu befassen. Ja, bitte. Der Eingang zum Tal der Verbannten. Dort unten müssen wir vorsichtig sein. Hat man sie nicht ohne Grund dort unterfrachtet. Ja, okay, wir kommen aber gerade aus dem Tal. Und der hat auch das Vieh noch nicht erledigt. Oh Gott. Ich das auch nicht. Ach nee. Oh, oh, der ist noch hinter mir her. Jetzt rennt er doch wieder weg. Duras, erledige das doch mal bitte. Aber das klappt sowieso nicht. Und es macht auch keinen Spaß, so ein Gekrüppel hier. Ja, ist gut. Gut, Platz. So, haben wir jetzt Ruhe hier im Schacht, ja? Wäre doch schön. Hm? Weiter. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Ich finde, es ist das schlechteste Spiel in meiner Steam-Bibliothek, muss ich so sagen. Ich finde die Welt sehr gut, sehr toll gestaltet, alles klasse. Großes Lob sogar, macht mich irgendwie... Das ist der einzige Grund, warum ich eigentlich immer mal wieder einschalte. Ansonsten vom Kampfsystem über die Dialoge, die Questen, ich finde alles furchtbar. Es ist ein ganz schlechtes Rollenspiel, es nimmt mich persönlich überhaupt nicht mit. Alle Argumente von wegen, ja, kleines Studio und sonst wie, oder man muss nur irgendwie anders leveln und das kann man alles lernen, lasse ich nicht gelten. Punkt. Es ist nicht schwierig, das Spiel, es ist einfach schlecht aus meinen Augen. Natürlich, wenn ihr dann eine ganz andere Meinung habt und ihr habt persönlich auch viel mehr Spaß als ich an dem Spiel, dann möchte ich euch das auch nicht nehmen. Bedanke ich mich jetzt auch, dass ihr euch das alles angehört habt und lasst euch dann bitte auch jetzt nicht den Spaß verderben. Es ist völlig in Ordnung, finde ich, wenn ihr jetzt sagt, komm, ich komme aber mit Elex gut klar, ich finde es jetzt echt nicht so schlecht. Klar, ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen in die Kommentare dann schreibt, was ihr davon haltet, jetzt ob ihr es besitzt oder nicht, ob ihr es nur bei mir gesehen habt. Ich habe mir schon Mühe gegeben, denke ich mal, damit klarzukommen und ich habe die 24 Episoden jetzt mal geschafft. Wie gesagt, das muss jetzt kein Abschied für immer sein, aber ich mache jetzt erstmal wieder eine Pause mit dem Spiel und warte auch mal ein bisschen ab, was da noch so passiert. Ja, und ich persönlich habe meinen Schluss jetzt vollzogen, dass ich auch sage, Piranha Bytes, tut mir leid, aber die werde ich nicht mehr hypen, die Jungs. Der Erfolg sei ihnen gegönnt, alles klar, das finde ich gut, aber nö. Von mir aus kriegen die jetzt keinen Hype mehr geliefert. Ich bin mit denen fertig und das nächste Spiel aus dem Hause werde ich mir erstmal ganz in aller Ruhe anschauen oder erstmal anschauen, was andere so dazu sagen, bevor ich da schon am ersten Tag hingehe. Ich denke, es war's jetzt für mich. Erstmal, ich bleibe jetzt hier so stehen und speichere das Spiel. Ich möchte mich nochmal bei euch herzlich entschuldigen dafür, dass ich euch eventuell jetzt den Tag versaut habe oder auch, ja, dass ihr vielleicht enttäuscht seid, weil diese Staffel hier erstmal eine Pause macht. Zumindest oder sogar ganz zu Ende ist. Ich weiß es noch nicht. Werden wir dann mal sehen, was so passiert in der Zukunft. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Hoffentlich sehen wir uns demnächst wieder in einem anderen Video, was ein bisschen hübscher ist, ein bisschen netter wieder. Aber es muss auch mal gesagt werden, Leute, ist ganz einfach so, weil ich hier auch viel Arbeit reinstecke. Für mich persönlich ist es auch eine Enttäuschung. Ganz einfach. Ja, nicht nur für euch als Zuschauer, auch für mich ist das eine große Enttäuschung, wenn ich so ein Spiel hier mit großen Erwartungen starte, mir viel Arbeit mache. Und ja, dann merke, dass es überhaupt nicht funktioniert, dass ich damit nicht klarkomme. Okay, aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Jetzt mache ich wirklich Schluss, jetzt ist gut. Sonst höre ich gar nicht mehr auf zu reden. Ich muss noch ein paar andere Folgen drehen, glaube ich, damit ich wieder ein bisschen runterkomme. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt sauber. Habt viel Spaß. Und lasst euch keine Angst ein.